Mit Jing Wei betritt eine neue Göttin aus der chinesischen Mythologie die Schlachtfelder in Smite. Als Jägerin setzt sie ihre Attribute in den Fernkampf und die Bewegungsgeschwindigkeit. Durch die hohe Mobilität ist Jing Wei nicht nur ein schwer zu erfassendes Ziel, sondern kann auch aus dem Hinterhalt angreifen oder feindes Gruppen geschickt umgehen. Daher sollte ein Blick immer auf die Karte gerichtet sein, um nicht doch überrascht zu werden. Ihre passive Fähigkeit heißt schnelle Reinkarnation. Verlässt Jing Wei die eigene Basis, breitet sie ihre Flügel aus und fliegt für 5 Sekunden über die Karte, auch über Hindernisse hinweg. Ihre erste Fähigkeit ist der beharrliche Windstoß. Hier beschwört die Jägerin eine Windböe auf dem Boden, welche getroffene Gegner Schaden zufügt und sie in die Luft schlägt. Läuft Jing Wei hingegen selber in sie hinein, erhebt sie sich in die Luft und besitzt eine erhöhte Angriffsgeschwindigkeit nach der Landung. Auf ihrer zweiten Fähigkeit besitzt sie die explodierenden Pfeile. Nach Aktivierung verschießt Jing Wei bei den nächsten 3 automatischen Angriffen explodierende Pfeile, die eine erhöhte Chance auf kritischen Schaden besitzen und zudem benachbarten Feinden ebenfalls Schaden zufügen. Agilität ist die dritte Fähigkeit der chinesischen Göttin. Hier hechtet Jing Wei nach vorne und bekommt Immunität gegen Geschwindigkeitsbeeinträchtigungen. Zudem kann sie diese Fähigkeit auch in der Luft nutzen, um so über Feinde hinüberzufliegen. Eine Kombination mit der ersten Fähigkeit, beharrlicher Windstoß, sollte auf jeden Fall oft genutzt werden, egal ob zur Flucht oder zur Jagd. Die ultimative Fähigkeit heißt Luftschlag. Jing Wei erhebt sich dabei in die Luft und fliegt geradeaus, wobei sie auf ihrem Weg einen explosiven Pfeilring auf dem Boden niederlässt. Danach verharrt sie kurz in der Luft, bis der Spieler ihr den Ort der Landung zuweist. Jing Wei hebt das Schlachtengetümmel in eine neue Ebene. Zwar konnten sie schon Xanatos und Thor mit ihrer ultimativen Fähigkeit für kurze Zeit in den Himmel bewegen, doch Jing Weis Stärke kommt erst hervor, wenn sie sich oft und lange dort aufhält. Als Jägerin liegt ihre Stärke in der Angriffsgeschwindigkeit sowie dem ausgeteilten Schaden. Wenn man ihre Fähigkeiten gut kombiniert, ist eine schnelle Flucht kein Problem und auf erhöhte Rüstungswerte könnte verzichtet werden. Dennoch braucht man als Spieler von Jing Wei einen stetigen, guten Überblick über die Karte. Man muss immer wissen, wo Freund und Feind stehen und wo sich ein Hinterhalt eventuell lohnen könnte. Schwächen würde sie wohl bei sehr robusten Charakteren wie Herkules oder Bellona zeigen, gegen die Duelle sehr langwierig und ausdauernd werden könnten. Doch mit einem guten Unterstützer an ihrer Seite ist es sicher für viele Spieler schwer, diesen flinken Schmetterling zu fangen.